Ach so, ja, dann wäre natürlich noch die ganz, ganz, ganz elementare und hochkritische Frage mit dem Birkenwasser oder Birkensirup oder wie auch immer man das nur nennen möchte, was man eben auch aus der Birke gewinnen kann. Zunächst mal, es gibt ja schon haufenweise Videos, die erklären, wie das genau funktioniert. Ist ja relativ simpel, man geht möglichst im Frühjahr, möglichst exakt in der richtigen Phase, die so irgendwie der Austrieb der Birke übrigens darstellt. Und relativ früh im Frühjahr beginnt, meistens, aber das variiert von Jahr zu Jahr, da müsste man halt eben hin und wieder mal testen, ob es denn jetzt schon so weit ist. Und es ist auch von Region zu Region ein bisschen unterschiedlich. Also wenn irgendjemand, dessen Namen ich jetzt mal nicht nennen möchte, auf YouTube darauf hinweist, dass jetzt wieder Birken anzapft, Zeit ist, dann gilt das für seine Region, vielleicht noch die Umgebung. Das kann woanders schon wieder ganz anders aussehen. Das ist immer so ein bisschen diffizil, weil ich glaube, das sagt er auch meistens dazu, wenn er das sagt. Gut, das Ganze ist kontrovers. Zum Beispiel, der Joe Vogel hatte neulich mal irgend so einen Artikel, der relativ weite Kreise gezogen hat in Fachkreisen, geschrieben, indem er quasi Birken anzapfen als völligen Unsinn, das darf ich denke ich doch so sagen, verurteilt und meint, das sollte man einfach sein lassen, was dem Baum schadet. Und ich wollte mich dazu jetzt mal irgendwann separat äußern, habe ich dann nicht getan, weil irgendwas wieder war. Aber dann sage ich es halt einfach mal jetzt. Ob er denn damit recht hat? Ja klar, selbstverständlich schadet das dem Baum. Natürlich. Das ist ja nicht so, dass der irgendwie überschüssiges Zuckerwasser produziert, das dann für uns gedacht ist, dass wir das abzapfen sollen. Das ist selbstverständlich immer ein Schaden für den Baum. Und ja, das Loch, was man ihm da reinbohrt, selbst wenn das nur ein ganz kleines Loch, was mit der Messerspitze gepiekst ist, sein sollte, wo wirklich nur leicht was rauströpfelt, auch das ist selbstverständlich schon ein Schaden am Baum. Und rechtlich gesehen ist das Sachbeschädigung für denjenigen, dem der Baum gehört. Das ist zwar bestimmt jetzt den allermeisten von euch relativ egal, aber ich wollte es einfach nur mal gesagt haben, um das klarzustellen. Das ist Sachbeschädigung. Tatsache. Wer auf Gesetze pfeifen möchte, ist ja generell so mein Kontext, den ich in diesem Zusammenhang häufiger vorbringe, der darf das gerne tun. Beziehungsweise nicht gerne. Ich finde das ehrlich gesagt nicht so toll, aber kann ich auch nicht verändern, beziehungsweise behindern, und ich würde einfach nur gesagt haben, wie die Rechtslage ist. Und ja, es ist selbstverständlich auch ein Schaden für den Baum. Aber nochmal vielleicht ein bisschen zu den Hintergründen. Es gibt zwei verschiedene Sorten von Flüssigkeit, in Anführungszeichen, die man an der Birke abzapfen kann. Das, was wirklich in großen Mengen austritt, wenn man im Frühjahr Löcher in die Birke bohrt, was man übrigens früher im industriellen Maßstab durchaus mit einem Bohrer mit 1 cm Durchmesser bei 3 bis 5 cm Tiefe in den Baum getrieben gemacht hat und was man auch heute noch in Sibirien zum Beispiel teilweise macht. Da haben sie allerdings auch genug Birke, das muss man noch dazu sagen. Und das Argument ist, ja, aber der Baum überlebt das doch. Das stimmt ja auch, dass der Baum das dann meistens noch überlebt, aber die Folgen, das schreibt auch der Joe Vogel in seinem entsprechenden Artikel, sind für uns als Mensch jetzt im ersten Moment erstmal überhaupt nicht absehbar. Wenn man im nächsten Jahr wiederkommt und dann meint, oh, dem Baum geht es ja immer noch gut, das kann auch schon sein. Aber letztendlich verkürzt sowas die statistische Lebensdauer einfach. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Baum noch 80 Jahre alt wird, ist super unwahrscheinlich. Wahrscheinlich wird er dann bloß nur noch 40 oder 60. Und wenn man ihn anzapft, wenn er 20 ist, dann stellt man halt eben erst nach 20 Jahren möglicherweise fest, dass man den Baum doch geschädigt hat. Und ob man jetzt wirklich 20 Jahre lang da regelmäßig jedes Jahr kontrolliert, ob der Baum jetzt einen Schaden davon getragen hat oder nicht, das halte ich für ein wenig unwahrscheinlich. Und selbst wenn es dann nicht der Fall ist, dann heißt das ja immer noch nicht, dass das bei jedem Baum so sein muss. Weil ich habe da auch entsprechende Kommentare dazu im Internet gelesen, dass irgendwie jemand, oh, ich mache das schon seit Jahren und dem Baum ist noch nichts passiert. Kann sein. Kann passieren. Das ist halt ja eben nicht so, dass man jetzt nur, weil, ja, ich habe das jetzt mal einmal so ausprobiert, es gibt noch ein paar Milliarden andere Birken, aber weil das bei meiner Birke jetzt so war, muss das bei allen Birken so sein. Das ist halt eben kein wissenschaftliches Vorgehen und da der Herr Vogel und ich gemeinsam haben, dass wir eben nun mal wissenschaftlich ausgebildet sind, sind wir uns da, denke ich, sehr, 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 sehr einig, was das Thema Birkenanzapfen angeht. Ich hab's einmal ausprobiert, weil ich einfach mal mitreden wollte und das war es dann aber auch. Ich habe auch das entsprechend dabei herauskommende Wasser probiert,
Aber jetzt muss man sagen, das, was im Frühjahr an Birkenwasser da gewonnen wird, manche Leute bilden sich ja ein, das wäre was weiß ich wie süß, das kann eigentlich gar nicht sein, weil das ist primär zu, war bestimmt 90% Wasser, das gerade aufsteigt, um oben die Blätter zu versorgen mit Wasser, damit sie erst Zucker produzieren können. Und da es sich um das Wasser im frühesten Frühjahr handelt, wo noch nicht viel Zucker produziert ist, weil die Photosynthese da gerade erst beginnt loszulegen, kann es auch gar nicht sein, dass da schon enorme Mengen Zucker in den Blättern produziert worden sind, die dann mit einem anderen Wasserstrom, einem anderen wohlgemerkt, der tiefer im Stamm verläuft, nach unten geleitet werden. Also wenn man nämlich dann eben als, nein, Entschuldigung, der außen im Stamm verläuft. Der verläuft nicht tiefer im Stamm, der verläuft außen im Stamm. Sorry. Also wenn man das Ding anbohrt, hat man schon die Chance, dass man eben genau diesen Wasserstrom, den zuckerhaltigen, erwischt. Aber die große Menge des Wassers ist eben das, was aufsteigt und jetzt gerade auch zum Austreiben der Blätter und zur Versorgung der Blätter gebraucht wird. Das ist das, was man anzapft. Und deshalb ist das auch durchaus ein gewisser Schaden für den Baum, weil ihm dann halt eben in dieser wichtigen Phase, in der quasi der Photosyntheseapparat für die gesamte Vegetationsperiode ausgebaut wird und entfaltet werden soll, damit er ein möglichst effektives Jahr hinkriegt, der Baum, ihn in dieser Phase zu stören, indem man ihm dann da Wasser abzapft, das ist selbstverständlich mindestens ein Zuwachsverlust für den Baum. Er verliert da einfach Potenzial an Wachstum, was er hätte haben können. Oder Potenzial, um vielleicht nicht unbedingt größer zu werden, sondern potenzielle Energie, die er gebraucht hätte, um irgendwelche Parasiten zum Beispiel abzuwehren, irgendwelche Pilze, die in ihn eindringen wollen. Was den Pilzen dann ja auch erheblich leichter fällt, weil sie praktischerweise schon ein Loch in der Rinde vorfinden, was da nicht zwingend hätte sein müssen, wenn nicht irgendeiner von uns auf die Idee gekommen wäre, unbedingt Birkenwasser haben zu brauchen müssen. Wofür ist jetzt so ein Birkenwasser gut? Im Prinzip keine nachweisbare, nennenswert nützliche Anwendung bei dem Zeug im Frühjahr. Ich komme ja nachher nochmal zu einem Spezialfall. Die Kalorien, die da drin sind, sind auch so mini, 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 minimal. Jede andere Möglichkeit zur Kalorienbeschaffung ist wahrscheinlich effizienter. Selbst Brennnesselblätter sammeln und als Spinat futtern ist kalorienmäßig effizienter, als da irgendwie versuchen, massenhaft Birkenwasser sich zu erzapfen. Ja, klar kann man das natürlich quasi nebenher machen, das ist kein großer Aufwand, aber es ist einfach nicht notwendig, wenn man wirklich in einer lebensbedrohlichen Survival-Situation ist. Selbstverständlich macht man das dann halt eben trotzdem, aber ob es das bringt, tut es nicht viel, sagen wir es mal so. Und dann meint der Joe Vogel auch, dass da noch irgendein Stoff enthalten wäre, der auf die Dauer vielleicht gar nicht so gesund sein könnte. Das weiß ich schlicht und ergreifend nicht. Dafür bin ich da nicht Biologe genug. Er schon, er ist ja Biologe. Ich bin ja bloß Forstwissenschaftler. Was heißt bloß? Dafür weiß ich andere Sachen, die der nicht weiß. Aber das weiß ich einfach nicht. Also dazu wollte ich nur mal kurz darauf hinweisen. Das kann stimmen. Ich gehe mal davon aus, das wird er schon vernünftig recherchiert haben. Aber kann ich nicht beurteilen. Gut. Das zum Thema Birke anbohren im Frühjahr. Interessant kann das natürlich für Survival-Zwecke dann sein, wenn man aus irgendwelchen Gründen überhaupt kein Wasser findet in der näheren Umgebung. Dann sollte man sich in der näheren Umgebung aber auch nicht länger aufhalten und nicht anfangen, da die Birken anzubohren, damit man dann doch da Wasser bekommt. Dann geht man halt verdammt nochmal irgendwo hin, wo es nur vernünftige Mengen an Wasser einfach zu finden gibt, an irgendeine Quelle oder sonst wie. Von daher ist auch in so einem Fall meiner Meinung nach der Nutzen des Birkenanbohrens als Survival-Technik fragwürdig. Gut, und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, wo es schon irgendwo Sinn machen kann und wo es früher historisch betrachtet auch im größeren Maße betrieben wurde in Notzeiten. Nämlich, man kann auch im Sommer dann allerdings durch tieferes Anbohren und massiveres Anbohren mit wirklich schwerem Geschütz, nicht nur mit einer Messerspitze, sondern mit einem richtigen Bohrer, dann ordentliches Loch reinhauen. Was man dann bekommt, ist tatsächlich die Zuckerlösung, die von oben in den Blättern produziert wird und gerade auf dem Weg ist, in die Wurzel. Und das ist das eigentliche Birkenbluten. Man spricht ja auch bei dem Anbohren im Frühling, wird zumindest von vielen Leuten auch als Birkenbluten bezeichnet, ist es aber nicht. Das eigentliche Birkenbluten ist das, wenn man das im Sommer macht, weil da kann dann sogar eine
leicht gelbliche, farbliche Flüssigkeit austreten. Die ist dann auch süß und die enthält dann tatsächlich auch Mengen von Zucker, die zumindest halbwegs physiologisch für unser Eins relevant sind. Daraus kann man sich dann zum Beispiel auch Schnaps herstellen. Alles, was Zucker enthält, kann ja irgendwie vergoren werden. Und ja, das könnte wirklich für Survival-Szenarien eine Rolle spielen, das dann halt eben im Sommer zu machen, die Birken dann da anzubuchen. Im Herbst ist die Photosyntheseleistung dann nicht mehr hoch genug, dass dann nennenswert noch groß was rauskommt. Der Wasserverbrauch geht dann auch deutlich zurück und da wird man dann nicht mehr viel rauskriegen, aber im Sommer kann das funktionieren. Generell bei all diesen Birkenanbohrereien ist es wichtig, auf welchem Standort man sich befindet. Wenn das Birken sind, die ohnehin schon mit Wassermangel zu kämpfen haben, dann haben die auch nicht viel Wassertransfer im Stamm und dann kriegt man auch nicht viel Wasser raus, wenn man sie anbohrt. Umso schädlicher ist es trotzdem für sie, wenn sie angebohrt werden. Wenn das Wasser schon knapp ist, tut es ihnen überhaupt nicht gut, wenn sie dann noch welches verlieren. Wenn sie allerdings irgendwo stehen, wo sie halt eben unendlich Wasser quasi zur Verfügung haben und wirklich ihren vollen maximalen Wasserverbrauch von den 140 Litern am Tag auch durchziehen, dann kriegt man auch entsprechend hohe Mengen und man kann sagen, dass man pro Birke und Tag über mehrere Wochen hinweg mit dem gleichen Loch, das man allerdings im krassen Ausmaß gebohrt hat, nicht nur Messerspitze, sondern wirklich richtig mit Bohrer für schon industrielle Nutzung, kann man so zwischen 1 und 5 Liter, je nachdem, wo die Birke halt eben steht, schon rechnen, was man da an Birkenwasser pro Tag bekommen kann. Bei vielen, vielen Birken, in ausgesprochenen Birkenwäldern, wie das zum Beispiel in Sibirien jetzt der Fall ist, kann man da wirklich massenhaft Liter an Birkenwasser erzeugen. Bei uns wurde das übrigens zuletzt im industriellen Maßstab in der DDR noch betrieben. Wohl fast bis Ende der DDR. Wenn irgendjemand aus dem Osten kommt und das bestätigen kann, da würde ich mich sehr freuen. Falls sich da jemand zufällig auskennt oder das selber noch erlebt hat oder Oma das gemacht hat oder Vater oder Mutter, irgend sowas. Würde mich wirklich interessieren. In der DDR hat man auch ganz viel Harz noch abgezapft von irgendwelchen Kiefern und ähnliches, auch bis kurz vor Schluss der DDR, was in Westdeutschland schon kein wirklicher Wirtschaftszweig mehr gewesen ist. Wobei ich jetzt damit nicht automatisch sagen möchte, dass Westdeutschland viel besser gewesen ist, aber naja, historisch, politisch gesehen war es das wohl irgendwie. Keine Aussagen zum Leben im Osten kann ich nicht machen, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gelebt. Jo. Zum Thema Birke als Notnahrungsmittel, also der Birkensaft im Sommer. Muss ich noch ergänzen, es hat auch schon Zeiten gegeben, da hat man Birkenrinde aufgrund eben der enthaltenen Inhaltsstoffe als Mehl gemahlen und damit ja schon vorhandenes Mehl oder auch Eichelmehl oder anderes Ersatzmehl, wenn man es so nennen möchte, gemixt und daraus irgendwelche flachen ja, Ersatzbrote gebacken in großen Krisenzeiten. Insbesondere wieder in den nördlichen Ländern, da wo halt wirklich überhaupt nichts anderes zu finden war. Ich tue mich schwer daran, jetzt irgendwie wirklich sagen zu können, bringt das was? Ist das tatsächlich eine mögliche Nahrungsquelle? Kann man damit was anfangen oder nicht? Ist ganz schwer zu sagen. Ein paar Kalorien sind da bestimmt drin, weil eben diese Betulin und die anderen Bestandteile in der Birkenrinde, die eben spezieller Natur sind, die sind ja leicht zersetzlich. Entsprechend sind sie auch leicht abbaubar und wie jedes Biomolekül bestehen sie aus Kohlenwasserstoffen und Kohlenwasserstoffe sind ja generell für uns zu verdauen. Also da sind schon in irgendeiner Form Zucker drin verbaut. Also ein bisschen was wird es wahrscheinlich schon gebracht haben. Solltet ihr also mal im Winter in Sibirien gestrandet sein und euch wirklich nichts Besseres einfällt, wo ihr Essen hernehmen könnt. Birkenrindenmehl ist zumindest ein Versuch wert, bevor man überhaupt nichts macht. Schwer zu sagen, ob das was bringt. Also ich bin mir echt nicht sicher. Gut, und dann nochmal zum Schluss das leidige Thema Birkenrinde ernten. Wie darf man das denn nun tun und wie nicht? Sowas hier wie das, was ich hier die ganze Zeit in die Kamera halte, das ist definitiv was, was man nur vom toten Baum oder vom frisch gefällten. Ein frisch gefällter Baum lebt übrigens durchaus noch eine Weile, bis der dann wirklich abgestorben ist. Deshalb differenziere ich hier zwischen toten Baum und frisch gefällten Baum. Aber eigentlich ist er dann natürlich auch schon tot. Also hat keine Chance, das noch so großartig zu überleben. Jedenfalls, sowas Großes hier und auch so dick.
das sich dann auch so charakteristisch aufrollt, wenn es dann mal, jetzt ist es weg, ein Weilchen getrocknet ist, hier also auch so ein Stück. Das darf man wirklich nur und ausschließlich von liegenden Bäumen abziehen, weil das wäre schon enorme Schädigung einer noch lebenden Birke. Ihr seht hier dran, und ich zeige euch das auch gleich nochmal per Einspielung, ich habe es ja schon in einem anderen Video auch nochmal erklärt, auf dieser dicken Rindenschicht ist jetzt diese enorm dünne Schicht hier noch oben drauf, die man ziemlich problemlos dann nochmal von der dicken Schicht abziehen kann. Ne? Schön zu erkennen. Und das hier findet ihr natürlich auch am lebenden Baum. Die aller äußerste Rindenschicht, also wirklich das feinste Material, was man da irgendwie finden kann. Und das, meiner Meinung nach, kann man das noch vom lebenden Baum abziehen, ohne den nennenswert zu schädigen. Aber auch das ist so ein bisschen umstritten. Ich habe so gelernt, das geht, ohne dass man dem Baum dann großartigen Schaden zufügt. Also wirklich dieses super dünne Zeug hier, was so ein bisschen papierartig aussieht und noch dünner ist als ein normales DIN A4 Blatt Papier Standardqualität. Darum geht's. Ein Joe Vogel geht zum Beispiel davon aus, dass man überhaupt nichts von der stehenden Birke verwenden darf, außer in super Notsituationen und so weiter, und man sämtliche Birkenrinde nur von der liegenden Birke ernten darf. Aber ja, ich persönlich, ich erkläre euch auch noch mal, warum ich davon ausgehe, dass diese äußerste Schicht verwertbar sein sollte, weil die Rinde der Birke, dann spricht man auch von einer Ringelborke, die löst sich ja von alleine ab. Das werdet ihr garantiert am lebenden Exemplar, am stehenden Baum schon mal gesehen haben, dass an irgendeiner Stelle sich wirklich die Borke quasi einreißt und vom Baum wegwickelt. Also wirklich so richtig wegringelt, zusammenrollt zu quasi sowas. Und da man eben an solchen Stellen relativ gut hingreifen kann und da dann ein Stückchen Rinde abreißen, gehe ich immer davon aus, das kann so schlimm nicht sein, weil dieses Stück Rinde wird nach und nach sowieso von alleine abfallen. Das ist also quasi der Beginn einer Erneuerung der Rinde, da kommt eine neue Rindenschicht gerade unten drunter vor. Das ist so ein bisschen wie die Häutung bei einer Schlange, kann man sich das vorstellen. Und ersetzt die alte, die dann automatisch von alleine irgendwann auch abfallen würde. Man findet das dann selten, weil das passiert wirklich nur in sehr langsamen Zeiträumen, dass da von alleine mal ein bisschen Rinde von der Birke fällt. Die ist dann auch meistens schon relativ schnell weit fortgeschritten in der Verrottung. Und wenn sie am Boden liegt, dann wird sie sowieso schnell abgebaut. Aber es passiert auch von alleine. Das ist also so der Grund, weshalb ich eben vermute, wenn man das ein bisschen früher selber abzieht, vorsichtig und auch nur wirklich die alleräußerste Schicht, dann kann das nicht allzu großen Schaden anrichten. Weil drunter ist ja schon eine fast fertig ausdifferenzierte nächste Schicht betulinhaltiger Rinde und der äußere Schutz des Baums, die Betulinschicht, die den Baum eben nach außen vor Krankheitserregern und eben Sonnenlicht schützt, bleibt intakt und bleibt erhalten. Und das ist so der Grund, weshalb ich immer davon ausgehe, das kann nicht schlimm sein, wenn man diese aller äußerste Schicht abzieht. Aber wichtig ist halt die aller äußerste Schicht. Das ist Arbeit, das dauert, bis man da eine Handvoll zusammen hat. Da kann man schon gut und gerne mal 10, 15, 20 Minuten am Sammeln sein, je nachdem, wie gut halt eben der Baum ist, mit dem man es gerade zu tun hat, zum Sammeln geeignet. Das kann sehr stark variieren. Das ist also wirklich richtig, richtig mühsam. Das funktioniert nicht so einfach, wie wenn man diese beliebte Technik mit dem einmal der Länge nach einritzen, nach Möglichkeit noch ein Viereck rausschneiden und dieses Viereck dann einfach mal abziehen und schon hat man einen ganzen Batzen Birkenrinde. Das geht viel, 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 viel schneller, aber danach ist der Baum nicht unbedingt sofort tot, aber das reduziert dem seine Lebenserwartung um 20, 30 Jahre. Locker, wenn nicht sogar noch mehr. Würde ich also jedem Naturfreund wärmstens ans Herz legen, wenn er Birkenrinde vom stehenden Baum sammelt, dann ganz langsam, ohne Einsatz irgendwelcher Werkzeuge, nur mit Fingerspitzengefühl das abziehen, was sich ganz leicht abziehen lässt.
Was man übrigens, wenn's, man kann gut erkennen, wenn man es falsch gemacht hat, dann ist die weiße Schicht drunter vorbei. Also sprich, wenn unter der äußersten Schicht, die man abzieht, nicht nochmal eine rein weiße Schicht erscheint, sondern schon eine grüne Schicht zum Beispiel oder gar Holz, dann hat man definitiv was verkehrt gemacht und dann ist der Baum wirklich sehr stark geschädigt. Nur noch mal zur Verdeutlichung, wie stark. Wenn man tatsächlich die Rinde bis aufs Holz abzieht, dann hat man sogar das Kambium mit abgezogen. Kambium? Ja, Kambium. Ich weiß immer nie, ob das Kambium oder Kambrium heißt. Kambrium ist ein Erdzeitalter, Kambium ist die Wachstumsschicht des Baumes. Die ist für sekundär dicken Wachstum zuständig. Aber jedenfalls, wenn die fehlt, dann kann der Baum nicht mehr dicker werden. Wenn der Baum nicht mehr dicker werden kann, dann kann er im nächsten Jahr keine neuen Gefäße zum Wassertransport ausbilden. Dafür muss er immer neues Holz bilden, um neue Gefäße ausbilden zu können, weil die alten halten in der Regel bloß 1 bis 2 Jahre. Das heißt, er kann kein Wasser mehr transportieren, das heißt, er ist tot. Also ein fehlendes Kambium, einmal kreisrund um den gesamten Baum gestört, weil jemand zum Beispiel eben Birkenrinde sammeln musste, das tötet den Baum mit Sicherheit. Es gibt ganz selten mal Fälle, wo sie das überleben und es schaffen, nochmal eine neue Rinde auszubilden und ein neues Kambium auszubilden, bevor sie sterben, wegen Ressourcenverlust, weil sie keinen neuen Zucker mehr in die Wurzel bekommen und kein neues Wasser in die Blätter. Kommt selten vor, dass sie das überleben. Aber wie gesagt, das ist die Ausnahme, nicht die Regel und meiner Meinung nach rechtfertigt ein Hobby, bei dem man auch noch für sich in Anspruch nimmt, die Natur irgendwie schonen zu wollen und sich da gerne aufzuhalten, in keinster Weise ein solches Verhalten. Jo, das war die Moralpredigt und damit habe ich, glaube ich, jetzt alles gesagt, was zur Birke irgendwie zu sagen gibt. Weitere Anwendungsgebiete, wenn es welche gibt, dann habe ich noch nie was davon gehört und ich habe dazu jede Menge Bücher jetzt gelesen. Das war's. Macht's gut. Nächstes Mal wieder draußen. Und tschüss.